sehen wir das ganze Sortiment und wir sehen auch noch den Urenkel des Firmengründers, Herr Otto. Und also Kirsten, von wegen angestaubt und fürs Sofa. Also diese Schuhe, die sind ja wohl keine grauen alten Treterchen fürs Sofa. Das ist ja wirklich vom Allerfeinsten hier. Was sind das für abgedrehte Hausschuhe? Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ja, nein. Haben Sie zum Beispiel ein Modell Vera für einen amerikanischen Kunden, ein Versandhaus herausgefunden, der ein Einhorn darstellt aus dem Feenland. Sonst haben wir andere hübsche Tiermodelle. Hier haben wir das Modell gestiefelter Kater, womit wir eben an alte deutsche Geschichten erinnern. Mhm, dann gibt es hier noch Igel und Hase und Blumen Igel. Mhm. Und also eine Farbenpracht ohne Ende. Dann hier zum Beispiel auch Modell Löwe, oder wie heißt das hier? Das ist das Modell Löwe, genau richtig. Und diese Namen, denken Sie sich die alle selber hier aus? Oder? Das ist genau richtig, die Namen denken wir uns selber aus. Wir machen das durch spontane Assoziation. Mhm. So können wir uns selber die Produkte gut merken und jedes Produkt kriegt so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit. Welches Modell ist das hier? Gartenglück. Gartenglück. Ich habe ja hier noch ein Modell. Oh, guck mal, das ist doch was für unseren Kameramann Jan. Der ist doch Katzenfan. Jan, möchtest du die haben? Nee. Oh, nee. Katzen waren es nicht. Hunde vielleicht. Hier, guck mal. Hunde, willst du die lieber haben? Ja, die nimmt da. Also was für ein Hundefan, für Tierfans. Sie haben für jeden was dabei. Für jeden. Und wir können uns noch mal ein paar Bilder angucken, wie nämlich damals, als Ihr Urgroßvater hier das aufgebaut hat, Schuhe entstanden sind. Da haben wir noch ein paar Bilder. Ja. Von wann sind die? Hier sehen wir beispielsweise Bilder zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, würde ich vermuten. Dort wurden noch Socken repariert durch meinen Großvater. Mhm. So später, fing das sozusagen an damals. Ja? So fing das an. Später wurden dann diese Socken noch besohlt. Mhm. Und das ist Ihre Mutter, glaube ich, ne? Hier sehen Sie meine Mutter, wie die mit meinem Vater zusammen auf einer Messe Schuhe verkauft hat. Genau. Das war etwa in den 60er Jahren. Und das waren dann diese Modelle, die Sie damals gemacht haben, das, ne? Waren genau die Prototypen aus den Socken, die repariert wurden, sind dann diese Hausschuhe entstanden, die mit einer Ledersohle besohlt wurden. Die Sohle wurde auch in Handarbeit angeflochten. Das ist alles auch noch alte, gute deutsche Wertarbeit, made in Germany, made in Goslar. Genau, und die haben jetzt auch so ein Revival bei Ihnen. Denn wenn ich mir dieses Modell hier angucke, sieht das dem Urtyp doch ziemlich ähnlich. Das ist korrekt. Wir haben so einen Relaunch gemacht, nachdem wir erkannt hatten, dass die alten Dinge doch ihre Qualität und ihre Wertigkeit haben, haben wir gemerkt, dass das auch auf die neuen Produkte zu übertragen ist und das findet in diesen Produkten seinen Ausdruck. Ja, mit was muss man rechnen für Preise, wenn man hier diese so Schuhe sich kauft? Also im Laden fängt man es an für Kinder bei 30 Euro, bei Erwachsenen eher bei 50 Euro. Mhm. Und wir haben jetzt für alle Zuschauer, gut zuhören, einen sehr heißen Tipp. Wer hier in der Nähe von Goslar ist, hier gibt es Fabrikverkauf. Und was kosten da die Schuhe? Also hier bei uns im Fabrikverkauf, wo man im Prinzip genau die gleiche Qualität findet wie auch im Laden, findet man die Schuhe durchaus zum halben Preis, manchmal sogar deutlich billiger. Dann sagen Sie noch schnell, wann der Fabrikverkauf ist. Der Fabrikverkauf ist regelmäßig am ersten langen Wochenende jeden Monat. Ja, also Kirsten Jörg, da wisst ihr, ne, wo ihr hinkommen sollt. Thank you.